Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Speedrun Video, wovon es in naher Zukunft hoffentlich wieder ein paar mehr geben wird, denn ich werde auch wieder mehr Speedrunnen im Stream. Ich hole mal ein bisschen aus. Es war vor kurzem erst People Sprint und die gute Reeft, die Antonia, hat auch Bock bekommen auf Speedruns. Ich habe ihr geholfen, das Ganze einzurichten und dann auch ein bisschen Coaching gemacht. Das werdet ihr jetzt in diesem Video sehen. Worauf ich euch noch hinweisen möchte, ist, dass ich gemeinsam mit der deutschen Minecraft Speedrun Szene einen Discord mitgemacht habe, auf dem Tutorials veröffentlicht werden für Speedruns, nach denen ihr so oft schon gefragt habt. Und genauso gut wird es aber dort auch Infos geben und Streams und bliblablub, also generell ein Hub für die deutschsprachige Minecraft-Speedrun-Szene einfach. Den Link dafür packe ich euch in die Beschreibung und ihr könnt gerne dort vorbeischauen. Dort gibt es dann alle Infos über Speedruns. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Da ist Lava. Direkt. Ja, das sieht echt sehr gut aus. Sehr gut, sehr gut. Sehr gut, das sieht. Was du prinzipiell immer machen kannst, also kann ich dir als Tipp mitgeben, das habe ich dir gestern im Stream auch einmal geschrieben gehabt, dieses Pie-Chart aufmachen. Siehst du unten diesen weißen Ausschlag? Das ist ein Furnace. Ja, das heißt, du hast eine Schmiede. Ja, das da unten ist sie. Da unten. Mhm. Ja. Das kann übrigens, wenn du in der Oberwelt so ein nice Eisenspitzhacke und 4 Obi, das ist sehr gut tatsächlich. Du kannst bei der Schmiede dann direkt den Cobblestone abbauen. Nimm dir nur 4 mit, mehr brauchst du nicht. Und baue ein paar Heuballen mit der Hand noch ab. So circa 5, 6 würde ich sagen. Deswegen, jetzt craft dir erstmal Tools. Also mach erstmal Workbench, craft dir eine Steinaxt und Steinschaufel. Und jetzt suchst du den Golem, baust dich 3 Blöcke hoch. Wenn du mit der Axt springst und ihn crittest, halt, also im Fallen genau hittest, dann ist der Cooldown-Bar immer nach 2-mal Springen resettet. Mach den Eimer. Du hast jetzt kein Feuerzeug, aber das ist kein Problem. Traurig. Hol dir einfach mal ein bisschen Holz und wir werden das Portal dann Wood leiten, also mit Holz anzünden. So, und jetzt stehst du auf Blöcken und das, jetzt zähl halt ab, das sind 4, ne? Nein, nicht Wasser. Du brauchst 4 Blöcke und jetzt setzt du an den zweiten oder dritten, also einen von den beiden in der Mitte, komplett egal an welchen, setzt du nochmal einen Block. Und jetzt platzierst du an dem Block, da Wasser, genau. Ja, ja, da wo du vorher warst. Nee. Andere? Da, ja. Und jetzt den Block, den du platziert hast, wieder abbauen und jetzt hast du dann schon das Portal Frame. Ah, und jetzt kannst du links das L bauen. Mach das zuerst immer. Okay. Ich setz meistens immer random in die Mitte und hoffe, dass da ich quasi auf den Boden komme, weißt du? Ich glaube, dir wird das Wasser hinten rausfließen. Okay, das ist nicht so geil fürs Woodleiten, aber kriegen wir schon hin. Das ist nervig. So, jetzt nimm das Wasser weg, bau den Sand, Gravel und den Dirt ab und mach die komplette Hinterseite mit Holz voll. Das Wasser brauchst du nicht mehr, das kannst du direkt da lassen und setz das nochmal da irgendwo rechts oder so. Also einfach auch noch hinten dazu. Und dann nimm dir nochmal ein Bucket mit, da kannst du nämlich dann Hoglins im Nether mitkillen für Food. Und jetzt gehst du in den Nether. Diese Entity Count oben, auf den du schaust, ne? Wenn du mit Escape in den Nether reinlädst, dann springt der manchmal. Und das ist, wenn der Bastion generiert wird. Er ist jetzt stuck, das heißt, du hast schon alles gerendert, was du rendern kannst. Ah, krass. Drück einmal Escape. Weg, also das Menü raus. So, und jetzt nochmal Escape. Und das ist das Problem, was du, glaube ich, die meiste Zeit gestern hattest. Siehst du unten bei Waiting for Chunk, da steht so ein M und ein C, ne? Diese beiden Zahlen addiert dürfen nicht dasselbe sein, wie das, was oben bei E steht, das zweite. Also 73 plus 69 ist jetzt 142 und du hast oben 147. Das heißt, du hast keine Bastionen in deiner Render Distance. Du könntest jetzt auf 20 hochstellen und dann nochmal warten, also jetzt Escape wieder wegdrücken und schauen, ob dann eine Bastion reinspawnt. Unten 145 88. Und oben, ne, die zweite Zahl ist die wichtige. 88 ist erstmal nicht wichtig. So, du hast unten 140 und oben 200. Das heißt, du hast 2 Bastionen. Hey. Und jetzt versuch mal zu E-Rain. Jetzt schau mal, ob du die findest. Mit FOV auf 30 halt. Da? Ja, ist nicht schlecht. Dreh nochmal weiter. Da auch. Mhm. Dreh trotzdem nochmal nach rechts. Dadurch, dass du in dem Basalt-Delta bist, kann das ein bisschen scuffed sein. Nee, sieht gut aus, ja. Dann such dir eine Richtung aus, in die du laufen möchtest einfach. Dadurch, dass du deine Render auf 20 gestellt hast, heißt das, dass die Bastion 20 Chunks weg ist. Weil bei 16 war sie nicht drinnen. Also irgendwas zwischen 16 und 20. Drück nochmal kurz Escape. Also links wieder bei der F3 steht ja Facing North towards Negative C, bla bla bla. Und dann diese erste Zahl, die da steht. Das ist der Winkel, in den du geschaut hast. Und als du die Bastion angeschaut hast. Die 152. Genau, ja. Als du die Bastion angeschaut hast, hast du auf 155 geschaut. Das heißt, wenn du circa 155 läufst, müsstest du bei der Bastion rauskommen. Krass. Jetzt drück nochmal Escape, sodass du sie siehst am besten. Also dreh dich so, dass du den Rand hast. Kannst du mir von der Distanz schon sagen, was das für eine Bastion ist? Auf gar keinen Fall. Ich habe es noch gar nicht angeschaut. Ist eine Housing-Bastion. Das ist die beste Bastion, die du im Spiel haben kannst. Das Problem ist, es ist schwierig für dich, dorthin zu kommen jetzt. So, also du hast jetzt 2 Optionen, was du machst bei der Bastion. Mhm. Entweder du gehst unten in die Mitte. Das Problem ist, manchmal sind die open, also dass unten kein Boden ist, sondern es ist Lava einfach. Oder du gehst an den Top-Rampart von der Bastion. Also die hat so eine Art Turm. Dann unten dieses generelle Terrain. Aber muss ich generell an beide Stellen einmal? Nein. Also, jein. Erklär ich gleich. Aber schau mal runter, unter dir jetzt. Du siehst diesen Soul-Sand in der Mitte mit den Nether-Wards, ja? Ja. Wenn drumherum so kreisförmig, nicht viereckig, sondern so kreisförmig, diese Konstruktionen angeordnet sind, dann ist das immer eine Housing-Bastion. Daran erkennst du das. Nur in einer Housing-Bastion gibt es unten in der Mitte diesen Soul-Sand mit Netherwarzen und drumherum sind diese Türme. Und das, was vor dir ist, also in Richtung Norden musst du wieder schauen, dort ist dann dieser Turm, wo es hochgeht praktisch. Es gibt halt 2 Routen. Entweder du baust unten beim Soul-Sand die Kiste ab und läufst dann hoch oder du läufst von oben runter. Ich glaube, für dich wäre es besser, jetzt von oben runter zu laufen. Beziehungsweise, was du machen kannst, ist, pausier mal. Du kannst mal die Kiste looten, weil wenn du Goldrüstung findest, dann kannst du durchlaufen, ohne dass die Piglins dir aufs Maul hauen, dann kann ich die Route in Ruhe erklären, okay? Also schau mal, ob du vielleicht irgendwie in der Kiste an Goldrüstung kommst. Ja, perfekt. Mach die andere Kiste noch auf und schau, ob du Gold hast.
Okay, nein, schade. Nimm dir die Strings mit und Obsidian und Crying Obsidian. Das sind die einzigen wichtigen Sachen. Den Rest brauchst du nicht. Dann geh wieder zurück zu den Kisten, wo du bist. Ich erkläre dir jetzt die Top-Down-Route, okay? Da, wo du jetzt stehst. Das ist die eine Route, wenn du oben startest bei der Housing Bastion. Im Normalfall brauchst du nicht mal Goldrüstung dafür, sondern was du machen würdest, wäre eine von diesen Kisten, im besten Fall die Doppelkiste, abbauen. Was machst du jetzt nicht? Wenn du die abbaust, werden bin nämlich. Wieder sauer. Genau, werden alle Schweine sauer, die hier oben drauf stehen und auch die, die schon unten im Gang sind. Was du dann machst, okay, ist immer in die Richtung, wo du es gerade. Sind die jetzt nicht sauer auf mich? Die sind schon sauer, glaube ich, aber die können nicht zu dir hoch. Geh mal geradeaus, jetzt genau in die Richtung, in die du schaust. Das ist wichtig, dass du die. Also jetzt links, links, links. Das ist richtig, dass du das verstehst. Da links geht's jetzt runter, okay? Mhm. Das ist immer derselbe Weg. Die sind immer genau gleich aus. Du gehst dort hinunter, da wo dieses Basalt ist. Kannst du jetzt auch schon machen. Die sind nicht sauer, glaube ich. Ja, passt. Nee. Und da gehst du dann diesen Weg hinein, okay? Also, nochmal, mental stellst du dir vor, du baust oben die Kiste ab und läufst dann diesen Weg da hinunter. Jetzt einfach weiter. Mhm. Jetzt wieder nach rechts. Weiter runter? Genau. Okay. Nein, nicht dran. Ja, einfach weiter, genau. Und da vorne an der Kreuzung gehst du jetzt links. Die sieht immer gleich aus. Also, nein, jetzt. Oh, links? Nicht zu dem Schwein, sondern rechts von dir jetzt. Und das ist der Raum, wo du im Endeffekt hin möchtest. Da hinunter droppen, ja. So, und jetzt gibt's zwei Optionen. Ich bring dir den Safe Way bei. Schau mal runter dort. Das unten ist die Treasure Room, wo du bist. Da ist dieser eine Cracked Stone Brick vor dir rechts und so ein Loch daneben. Genau, der Stone Brick, den du anschaust. Und über dem, wenn du da reinhüpfst, da ist so ein Loch, wo du rein kannst. Was du machst ist, du baust praktisch oben die Kiste ab, läufst den Weg hinunter, springst da hinein und platzierst über dir jetzt einen Block. Okay? Jetzt baust du dich drei Blöcke nach unten, umdrehen. Und jetzt baust du die zwei Blöcke ab. So, jetzt bau mal den Block rechts von dir, aber vorne ab, oben auf Augenhöhe. Nee, drüber drin. Und geh mal vor, damit ich das sehe. Nein, das ist noch nicht richtig. Bau das wieder hin, sorry. Du musst den Goldblock zuerst abbauen. Also du baust den oberen Block ab und den Goldblock. Und jetzt baust du den rechts ab. Rechts auf Kopfhöhe. Genau den. So, und jetzt setzt du da noch einen Block dahinter und baust den Schweinenasenblock über dir ab. So, und da fallen jetzt die Piglins rein. Das ist dein Trading Hole. Und jetzt baust, okay, jetzt baust du die Goldblöcke ab. Die sind auch immer an derselben Stelle. Also du baust die zwei jetzt ab, dann gerade weiter. Bau den oberen zuerst ab. Jetzt ist links noch was, wenn du nochmal abbaust. Genau, das sind auch nochmal zwei. Und rechts sind auch nochmal zwei und dann der unten, den du schon gesehen hast. Okay. Das sind immer, ich glaube, 10 oder 9 Goldblöcke. Kannst du alle 10 verkraften und die schmeißt du denen jetzt einfach rein und baust dann wieder zu bei denen. So, und jetzt kannst du den Block vor dir noch setzen und bau dich hoch und bau den Block über dir ab. Jetzt kannst du dich einfach hochstacken. Das sind keine Schweine mehr, die sind alle in das Loch gefallen und die werfen jetzt einfach den Loot raus. Okay, crazy. Spring und setz dein Boot auf den Boden oben und dann setz dich ran. Du musst auf dem freistehenden Block sein, also, ja, genau so. Jetzt kannst du dich ransetzen. Okay. Works. Safe. Zeit zu sparen beim Inventarsortieren. Du hast jetzt 16 Enderperlen. Kannst du jetzt die Enderperlen einfach mal halbieren und einen zweiten Stack machen. Mhm. Und du kriegst eigentlich von den Schweinen immer Gravel. Du hast jetzt aber Sand im Inventar, also beziehungsweise im Infos generell voll. Platzier den Sand mal auf den Schweinen drauf. Und jetzt kannst du da reingehen und die Items einfach looten. So, du hast jetzt genug Perlen. Mhm. Du hast auch genug Strings und du hast auch genug Obsidian. Das ist fein. Du hast alles, was du brauchst. Das wird jetzt ein bisschen way to think, was ich dir gleich sag. Der Nether besteht aus 4 Vierteln am Spawn. Bei 0,0 ist so die Mitte. Und der geht in jede Richtung bis ca. 380 Blöcke. Und in jedem Viertel davon kann entweder eine Festung, eine Bastion oder gar nichts spawnen. Normalerweise im Speedrun, wenn du jetzt hier die Bastion hast, du bist bei minus minus, ja? Dann würdest du jetzt niedrigere Minuskoordinate ins Positive laufen und hoffen, dass die Festung dort ist. Das heißt, du würdest jetzt X ins Plus laufen. Weil wenn du auf plus minus bist, bist du in einem neuen Quadrant. Da, wo du jetzt gerade bist, kann keine Festung sein. Ah, verstehe. Ja, got it. Das kann man aber auch komplizierter machen. Jetzt drück F3 und G. Und jetzt geh da vorne an den einen Rand rechts, wo das sind jetzt die Chunkboarder praktisch. Also da beginnt ein neuer Chunk. So. Jetzt geh zurück in den Chunk, wo du gerade warst, aber bleib am Rand hier. Und jetzt stell deine Render Distance runter auf 8 und drück nochmal Shift F3, damit der Pie Chart refreshed wird. Was du jetzt machst, ist, du drückst jetzt F3 und F. Ja, das finden wir raus, in welchem nächsten Chunk die Festung was ist. Genau. Da. So, bei 18 ist es gut. Jetzt, das ist jetzt ein bisschen, wo ich denke, das muss ich jetzt nicht erklären, da gibt es eh Tutorial dafür, dann ist das zu kompliziert. Du stellst jetzt deine Render Distance wieder runter auf 14 und refresh nochmal den Pie Chart. So, und jetzt gehst du in den Chunk neben dir. Okay, dann bau einen Block vor, dass du auch in die andere Richtung gehen kannst. Dass du in den Chunk vor dir gehen kannst. Ist auch nicht. Und jetzt geh noch einmal nach links in den Chunk. Ist auch nicht, okay. Welche Richtung geht Z bei dir ins Positive? X bei dir ins Positive, sorry. Müsste links sein, ne? Dann lauf noch einen Chunk weiter nach links. Und wenn dort unten dann der Mobspawner im Pie Chart auftaucht, dann hast du die Festung in die Richtung. Okay, ist nicht. Dann wird es wahrscheinlich rechts sein und es ist nicht mehr in dem Quadrant drinnen. Aber es ist kein Problem. Dann lauf in die andere Richtung. So, warte mal, auf was hast du die Render Distance gerade? Es kann sein, dass ich vergesse. 17. Ich glaube, wir müssen auf 17. Ja, sorry, wir müssen auf 17, mein Fehler. Ich dachte, wir haben es schon umgestellt. Sorry, hatte kurz Brainlag. Dann mach auf 17. Das kannst du auch mit F3 und F machen, geht schneller. Jetzt sollst du dann ausschlagen. Also, ja, genau. Lauf dort vorne hin, wo die Picks stehen. Wieder in den Chunk. Ja, genau. Und jetzt willst du einfach in die Richtung. Du weißt jetzt zwei Sachen. Du weißt, in welche Richtung die Festung ist und du weißt, wie weit sie entfernt ist.
Oh, shit. Ja, das mit dem Peitscher ist ein bisschen kompliziert. Also ich benutze das selber in Speedruns ehrlich gesagt auch kaum, weil es kostet auch einfach viel Zeit, wenn man es nicht routiniert macht. Du siehst die Festung schon, bevor du zur Bastion gehst und weißt dann, wo du hin musst, oder du gehst immer in den nächsten Quadrant eigentlich. Das ist das risikofreiste. Wenn du jetzt gerade, ich habe ja gerade vorher gesagt, X ist die niedrigste Minuskoordinate. Wenn du die ins Plus läufst, hast du die höchste Wahrscheinlichkeit, eine Festung zu finden, ne? Und wie kann ich die hässlichen F3 die und G. Nummer? Also ich meinte ja, X einfach ins Positive laufen, ne? Und das stimmt jetzt auch. Also wenn du einfach gegambelt hättest, dann hättest du es auch gehabt. Also du versuchst einfach immer in den nächsten Quadrant zu laufen. Ja, weil bei meinem PB, realistisch gesehen, bei 15 Minuten, wenn ich nicht die Festung Zeit in der Nähe habe, dann ist das sowieso kein PB-Run mehr, dann ist das ein Reset. So, ich glaube, links ist die Festung. Hast du es schon gesehen? Ja. Du hast noch Feier-Easy, kannst jetzt einfach Enderperle rüberwerfen. Du hast nämlich genug. Habe ich eh nicht getrollt? Das ist die Festung, oder? Ja, doch, scheiße. Ja, okay. Ja, ich habe sie nicht gesehen, aber... Naja. Aua. Da ist ein Spawner, bau direkt zu einem. Ah, nein, Quatsch, das ist kein Spawner, Moment, ich hab gelogen. Ich glaube, ich würde da links hinlaufen, wo die Wither-Skellies waren. Also jetzt rechts. Ah. Hinter dir praktisch, genau andere Richtung, genau andere Richtung. Da vorne rechts und dann einfach geradeaus laufen. Aua. Ja, die hängst du eh ab. Spawner müssten beide vor dir sein irgendwo. Ja, ich glaube, sobald da dieses Ding war, wo der Brunnen in der Mitte rechts, war. Rechts, rechts ah, ist ein Spawner. Ist bau hinter dir zu wegen Wither-Skeletten zur Sicherheit dann. Und lass dir Zeit mit dem Hit-Delay. Ein Crit und ein normaler Hit ist bei Blazes immer tot mit Steinaxt. Mit jeder Axt übrigens. Dann spawnen die ein bisschen schneller, ne? Genau, ja. Gibt's auch Strats, wie du das mit einem Bett wegbomben kannst. Wenn du einen Dorfspawn hast, kann man das machen, aber das muss man auch erstmal lernen, weil sonst machst du dir den Spawner kaputt und das ist auch nicht so geil. Was du jetzt mal machen kannst, während du auf die Spawns wartest, die Blöcke, wo du draufstehst, kannst du übrigens auch noch abbauen und die Zäune auch noch, die zwei einzelnen da. Das ist dann die optimale Spawn-Plattform. Und die hier? Ja, genau, und die zwei Blöcke da. Die zwei Blöcke drunter auch noch eigentlich dann. Ich glaube, den wichtigsten Tipp, den ich dir abseits von Routen lernen und so weiter mitgeben kann, ist, versuchen so wenig Damage wie möglich zu bekommen. Im schnellen Speedrun hast du meistens gar kein Essen oder nur ganz wenig. Der Weltrekord ist, glaube ich, mit 3 Fischen gemacht worden. Du darfst halt kein Damage bekommen, damit okay. du nicht essen musst. So, du hast 6 Stück. Ich würde gehen an deiner Stelle, glaube ich, nicht riskieren zu sterben. Echt? 6 ja, Stück? Ja, ja. Nimm die Workbench mit. Sehr gut. Ja, war noch eine. Und jetzt, wenn du rausläufst, bist du links. Du musst wieder dorthin, wo du hergekommen bist. Okay, hier lang? Ne, andere Richtung, andere Richtung. Ah, du meinst links. Genau. Okay. Pass auf, geh noch nicht vor, geh noch nicht vor. Nimm den Enderperl in die Hotbar und auch Blöcke auf jeden Fall, auf die du schnell hotkeen kannst. Und jetzt läufst jetzt im Prinzip nur geradeaus und am Ende von der Festung dort kannst du dann mit einer Enderperle einfach weg. Aber pass auf, dass du nicht in die Lava reinperlst. Da vorne irgendwo ins Basalt rein. Ich hab gepanikt. Aber das war nicht schlecht. Am Anfang, du musst immer einfach nur einmal 0 drücken, wenn der Peitscher scuffed ist. Und dann musst du ihn halt... Aber du kannst es eh. Super, muss ich dir gar nicht erklären. Perfekt. Da ist was auf jeden Fall. Ja, du hast einen Brewing Stand und ein Campfire. Das ist ein Tigerdorf. Aber du hast 2 Dörfer sogar. Cool. Campfire spawnen nur in Tigerdörfern. Ja, 2 Dörfer eben. Aber du hast keine Schmiede dieses Mal. Oh Mann, bin ich ja voll in die Lava gepört. Das passiert. Aber deine Lernkurve ist huge. Ich glaube, wenn ich das jetzt gerade mit Kevin machen würde, würden wir noch ein Portal gießen. Dann. Was auch noch gutes Learning ist, du baust immer zu viel Stein ab. Also das habe ich auch in deinem VOD-Video ein bisschen reingeschaut. Du brauchst immer nur 4 Steine eigentlich. Weil eine Steinhoe zu craften lohnt sich eigentlich nicht, weil es länger dauert, die zu craften, als es dir Zeit spart beim Abbauen von diesen Heuballen. Und deswegen willst du immer nur Axt und Schaufel eigentlich machen. Okay, soll ich jetzt hier das Traden mal machen? Du kannst es mal probieren, ja. Bau dir noch ein bisschen mehr Weizen ab. Du brauchst circa 13 Blöcke, glaube ich. Und dann brauchst du noch ein bisschen mehr Holz, damit du dir einmal ein... Wie heißt denn das Ding? Diese Trading-Blöcke, die Farmer brauchen. Composter, danke schön, Chat. Also craftest dir jetzt... mach dir aus dem Holz 2x Slabs. Also, dass du 12 Slabs hast. Und jetzt machst du einmal so ein U mit denen, dann hast du einen Komposter. Nur Slabs dieses U so, dann hast du einen Komposter. Und jetzt unten und oben in der Mitte Slab. Und äußere 3 auf beiden Seiten sind Planks. Das ist das Barrel. Jetzt suchst du dir 2 arbeitslose Villager oder machst die arbeitslos und stellst das hin. Und bei dem einen willst du den Trade haben, 20 Weizen für ein Emerald. Und bei dem anderen willst du den Trade haben, Emerald für ein Waterbucket. Wenn das nicht hat, baust du einfach nochmal ab und setzt es neu. Ja, der hat den richtigen Trade. Jetzt craftest du deine Heublöcke. 3 Emeralds brauchst du. Den Rest kannst du zu Broten machen. Jetzt musst du ja auf den anderen Guy wieder warten. Brage, dass er einen richtigen Trade hat, immer noch nicht. Kann sein, dass ein Villager das gar nicht macht, oder ist das einfach eine Wahrscheinlichkeit? Doch, das ist einfach RNG. Das ist. So, und jetzt kannst du den Golem killen. Der gibt dir jetzt mindestens 3, das heißt, eine Pickaxe hast du. Und das Portal kannst du dann sonst wieder anzünden mit einem Woodlight, wie ich es dir gezeigt habe. Da musst du gar nicht nachdenken. Einfach Leertaste gedrückt halten und einmal so drücken. Perfekt, das ist 4 Eisen. Dann Pickaxe und Boot craften, noch ein bisschen mehr Holz abbauen. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten, Lavasee zu finden. Entweder du bist lucky an der Overworld, was unwahrscheinlich ist. Oder du gräbst dich runter und bist lucky, was auch unwahrscheinlich ist. Es gibt eine technische Theorie, die eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Wenn du so über Wasser so kleine Wasserseen hast, dann kannst du dich dort runtergraben. So ab so Höhe 20 würde ich dann schauen. Da kann dann Lavasee realistisch sein. Da hörst du halt auch auf andere Sounds auch. Also zum Beispiel hast du das Wasser gehört. Und ich glaube, du bist schon auf einer guten Höhe. Da kannst du jetzt auch zum Wasser graben, dann hast du eine Höhle. Ja, definitiv zum Wasser. Und da macht es auch mehr Sinn, wenn du dich in einem 1x1 fortbewegst. Mit einem Wassereimer. Weißt du, dass du so hoch schwimmst? Wo ist das Wasser? Über mir? Nein, hier. Doch, da. Über dir.
Ja, das ist sehr scuffed, okay. Unlucky. Also wäre halt ein Reset. Direkt. Setz dir für dich selber dann einfach... Dann resetten wir jetzt, weil ich find's nicht. Genau, dann resetten wir jetzt. Setz dir am besten selber so Ziele, wie lange du an der Oberwelt brauchen willst, maximal. Und auch dann zum Beispiel, wie lange du im Nether brauchen willst, maximal. Und das am Spawn auch direkt so. Das ist jetzt zum Beispiel auch wieder ein Reset. An dem Seed hast du gar nichts. Das sieht gut aus. Ocean mit Bäumen spielst du gerne. Okay. Du suchst nach einem Shipwreck jetzt. Aber auf jeden Fall heute für den ersten Tag schon mal sehr viel gelernt, Vini. Ja, ich glaube auch, das sind so kleine Stolpersteine einfach gewesen. Und du lernst schnell, also das sollte ganz gut gehen. Das ist ein Shipwreck. Ich glaube, wenn du das jetzt routiniert spielst, bis du halt immer regelmäßig Bastionen findest, dann musst du nur noch lernen, wie man Bastionen spielt und dann war's das eigentlich. Und das ist wirklich nur eine Routine, sonst gar nichts. Schiffe sind immer in drei Teile unterteilt. Weißt du, wo die Treasure... Ja, du schwimmst dir perfekt drauf zu. Ah, nein. Andere Richtung. Das ist die Essenskiste. Die Kiste ist nutzlos. Und die dritte ist es dann. Aber geh nochmal Luft holen. Du musst immer in das hintere Teil von dem Schiff praktisch, da ist das Eisen drin. Und da ist oben so ein Fenster. Also wenn du genau darauf zuschwimmst jetzt, da oben ist so ein Loch drin. Das gibt's entweder auf der Seite oder von oben und da ist immer die Kiste drin dann. Oh. 10, ja, 11 Eisen. 11 Eisen ist, by the way, für Ocean Seeds das Perfekte. Weil da kannst du dir alle Eisentools machen. Also Axt, Schaufel, Pickaxe, Eimer und ein Flintenstiel. 11 Eisen. Ich noch zum Rune Portal oder direkt zurück? Drück mal kurz Pause. Du siehst vor dir jetzt zum Beispiel schwimmt so Kelb an der Oberfläche. Das siehst du auch mit F3B ganz gut. Wenn unter Wasser so Schluchten sind und es schwimmt Kelb an der Oberfläche, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass da unten Magmablöcke sind. Für dieses Unterwasserportal, was wir gestern geübt haben. Das heißt, das ist jetzt eigentlich dein Ziel, wo du hin möchtest. Aber du brauchst noch ein bisschen Holz und du brauchst auch noch Gravel für den Flintenstiel und musst dir deine Tools craften. Also ich würde nochmal jetzt an die Startinsel gehen, dir dort ein bisschen Holz noch besorgen und schau jetzt mal unter dir. Siehst du dort Magma in der Schlucht oder nicht? Oder Obsidian? Ist nix, oder? Nix. Ja. Da musst du eine andere Schlucht suchen. Hol dir erstmal deine Tools, mach dir das Holz und so weiter. Boah, ich mache heute das L-Portal. Du machst ja das L-Portal, ja. Das haben wir gestern offstream gepracticed. Geh jetzt irgendwo einfach, bau dein Boot ab, geh runter, wo Gravel ist. Mhm. Setz so eine Tür und bau das Gravel ab. Also unter dir jetzt einfach. Damit du brauchst das Flint zuerst. Bei dem Portal bin ich jetzt noch dabei. So, das Flint, perfekt. Und du musst auch nicht die Tür abbauen, bau einfach unter dir den Block ab. Das geht schneller. So, und jetzt such dir das L. Da ist eins, links. Das meinst du, das lange? Ja. Auf den langen Block gehst du, auf den mittleren. Nein, nicht den abbauen, sondern den da, genau. Den mittleren baust du ab da? Ja, den baust du ab und da setzt du die Tür rein und gehst rein. Mit Pickaxe. Und jetzt Tür ran und reingehen. Ja, jetzt hast du Zeit. Und jetzt schau mal, mach Step by Step. Bevor du irgendwas falsch machst, frag vielleicht nochmal. Das Wasser mach weg. Hier einen Block hin. Genau. Das Wasser mach dann weg bei dir. Dann den hier unten abbauen. Genau. Dann einmal die Lava vor mir nehmen. Ja, mach das Ding weg, genau. Ja. Die Lava da hinten nehmen. Ja, eigentlich würdest du zuerst immer... Ja, mach aber. Du musst noch die Lava unter dem Magma-Block rechts von dir nehmen. Ja, genau die. Ja. Oben drauf auf die Tür. Ja. Mach zuerst die rechte Tür. Oder ja, passt auch so. Und jetzt noch komplett egal von wo. Ja. So, und jetzt baust du den Magma-Block und den Cobblestone ab. Hier daneben auch noch, passt. Jetzt setzt du neben die Tür auf Kopfhöhe, setzt du noch einen Block, damit das Wasser nicht mehr da ist. Daher? Ja, und jetzt nimmst du mit dem Eimer aus der Ecke das Wasser raus. Perfekt. Let's go! In 4 Minuten, in unter 5 Minuten. Escape wieder. F3 aufmachen zuerst und dann Escape. Oh, okay. Du hast eine Bestien. Aber ist doch warte. Die unteren zwei. Die unteren aktualisieren erst, wenn du nochmal Escape drückst. Aber ich hab's daran erkannt, wie schnell es hochgegangen ist. Okay. Die ist circa 12 bis 14 Chunks entfernt, würde ich sagen. Ein kleiner Tipp, dreh dich am Anfang ganz schnell im Kreis einfach mal. Also bleib nochmal so und dreh dich ganz schnell im Kreis einfach. Dann siehst du schon, wo es hochgeht. Und dann musst du nicht so langsam hin und her die ganze Zeit. Das Spike ist eh immer recht eindeutig. Bevor du losläufst, drück nochmal, mach nochmal den Peitscher drauf, drück nochmal Shift-F3. Shift-F3. Mhm. Okay, du hast keinen Mob-Spawner. Das heißt, Festung ist nicht in der Nähe. Versuch trotzdem mal die Bestien zu finden, einfach für die Routine. Minus 100. Genau. Perfekt. Wie heißt, ich halte mein Gesicht auf minus 100. Muss nicht ganz genau, es reicht, wenn du plus minus 10 läufst. Du weißt ja grob die Richtung. Okay, ich muss mich jetzt aber verabschieden. Ich danke dir. Üb brav weiter. Lass sau gerne, falls du Zeit hast, die Tage nochmal machen. Sehr gerne, ja. Wir schreiben uns nochmal zusammen, ja. Scheiße. Nein! Ich hab nicht mal Essen! Ja, das ist das Problem bei den Shipwreck-Seeds. Du hast meistens kein Food. Ja. Aber kein Ding. Das war gut. Also du improvest schon extrem. Alright? Okay, nice. Dann, ich danke dir. Und sehr gerne. Frohes Speedrunnen. Thank you. Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Gerne mehr Content-Vorschläge für Minecraft Speedruns, mit wem oder was man machen soll, in die Kommentare. Und das nächste People Sprint, kann ich euch jetzt schon anteasern, wird im Juni stattfinden. Mehr Infos dazu folgen. Macht's gut, haut rein. Ciao.